Leute, willkommen zurück bei Pokémon Showdown. Ja, es ist wieder soweit. Ich habe hier ein Ghost Team zusammengebastelt und gehe mal in die Ghost Party. Ich habe mal kurz reingeguckt. Es dauert einen Moment, bis man einen Gegner findet. Aber ich weiß jetzt ungefähr, wie der Kampf funktioniert. Also wir dürfen natürlich nur Geister haben. Ein Pokémon davon muss ein Supergeist, muss dieses Super Halloween Pokémon hier hinten sein. Gebt einfach super in die Suche ein, dann findet ihr es schon. So, der Kampf funktioniert eigentlich ganz einfach. Ihr müsst drei Pokémon auswählen. Das ist hier Pflicht. Ja. Welches wähle ich jetzt aus? Mir fällt auf, ich habe gar keinen Gengar im Team. Das ist natürlich für meine Verhältnisse her ein Werk des Schreckens. Weil Gengar ist bei mir eigentlich Pflicht. Ja, mein Gegner war nicht so blöd wie ich. Und hat einen Gengar dabei. Hätte ich auch tun sollen. Oh Gott, Hypnose. Ich bin mal gespannt, ob wir diesen Kampf gewinnen können. So, los, komm. Ja, wird knapp. Fake Out hätte ich am Anfang nutzen können. Hätte mir aber nichts gebracht, von wegen, Psycho-Poke, von wegen, Geist-Pokémon. Hätte ich auch dran denken können, dass Fake Out bei den Geistern nicht wirkt. Ich muss mehr nachdenken, wenn ich etwas zusammenbastel. Weil man darf natürlich nur Geister hier benutzen. Warum benutze ich dann Attacken, die auf Geister nicht wirken? Gut. Ich versuche es jetzt mal mit dem Dusknoir. Ich gehe jetzt mal auf Payback. Ich hoffe mal, das zieht jetzt richtig. Ach so, ja. Er hat durch seine Fähigkeit dummerweise überlebt. Und wir können nicht zuerst angreifen, das können wir vergessen. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Night Slash. Oh, Destiny Bond, das war's. Ja. Gut, Leute, so seht ihr. So schnell ist der Kampf vorbei. Ja, das ist das Halloween. Ja. Der Halloween Mode. Halloween Party. Ihr könnt mir ja mal schreiben, in welchem Format ihr mal gegen mich antreten wollt. Ich würde das vielleicht mal aufnehmen. Ich weiß nicht. Könnt ihr mir schreiben, ob ihr davon mehr sehen wollt? Ob ihr weniger sehen wollt? Ob ihr das gar nicht mehr sehen wollt? Ich habe noch was anderes. Das kommt nächsten Sonntag erstmal. Aber für diesen ist das, glaube ich, ganz okay. Ja, wie ihr seht, das dauert halt wirklich immer ein bisschen. Ich mache das noch einmal und dann würde ich sagen, reicht das auch. Und wir können wieder in die Random Matches gehen. Weil die finde ich eigentlich am spannendsten, da man vorher nie weiß, was einen eigentlich alles erwartet. Mein Gott, ich kann schon nicht mehr sprechen. Aber das sollte ich auch von mir gewohnt. Ich muss sagen, falls ihr jetzt so ein leises Klicken hört, ich spiele hier nebenbei mit meinem Handy rum. Das Problem ist, das habe ich von meiner Mutter bekommen, das ist ein relativ altes, auch mit Touchscreen, schon mit Android, damit ist schon aktueller als meins. Das Problem ist, ich habe das neu aufgesetzt, habe das schön eingestellt und habe mich gewundert, ich habe jetzt mein Ladegerät nicht dabei, weil ich das Wochenende zu Hause verbringe. Und ja, ich habe es gestern 8 geladen und also von vorgestern auf gestern und heute ist es schon wieder bei 5% Akku. Dann habe ich nachgeguckt, frisst einfach mal die Bluetooth-Einstellung, die standardmäßig auch natürlich angesetzt ist, schon mal richtig schön 10% der Akkuleistung. 10%, 30% der Akkuleistung. Also, nee, gleich mal deaktiviert. Da spare ich wahrscheinlich schon Tage. So, jetzt schalte ich mein Handy mal aus. Muss halten. Leute, das bringt nichts, hier Halloween zu suchen. Zumindest so um diese Zeit. Ich versuch's an Halloween nochmal, vielleicht. Oh, ein Ditto. Das hat sich automatisch transformiert. Das ist schön. Ja, jetzt ist die Frage, was gegen das Vieh wirklich wirkt. Es ist halt, ja, Drain Punch wirkt natürlich super. Wenn wir aber den Erstschlag haben. Oh Gott, wir dürfen jetzt nicht mehr. Ich versuch's mal mit hier Crobat. Da wirkt Sucker Punch nämlich nicht wirklich gut, auch wenn es getroffen hätte. It's a brave bird. Auch wenn es kein Vogel ist. Was kommt? Ach, jetzt kommt ein Ditto. Sehr schön. So muss das. Warum hat die eigentlich auch ein Ditto?
So, ich versuch's jetzt einfach mal. Ja, die Fork hat's jetzt nicht wirklich gebracht. Damit ist das Ditto hin. Ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Als nächstes. Müsste ja eigentlich noch was sehr, sehr Starkes kommen. Oh, oh, oh. Das ist natürlich gefährlich. Aber auch nicht das Gefährlichste der Welt. Es gibt Schlimmeres. Vor allen Dingen dieses Pokémon. Ich weiß nicht, es hat keine hohen Werte, aber es hat scheinbar eine Mega-Entwicklung. Die ich nicht sehen kann, weil die Grafik verbuggt ist. So ist toll. Das ist echt toll. Da ich Grafik nicht sehen kann, kann ich auch nicht mit der Maus drüber fahren, um zu sehen, was es für einen Typ hat. Das ist natürlich hier mal wieder Top-Verarbeitung. Ich wusste echt nicht, dass das viele Mega-Entwickler hat. Also die gucke ich mir im Nachhinein noch auf PokeWiki an. Guckt euch die mit mir an. Jagger gegen Gallade, aber nee, das ist ja Glady. Oder wie man das auch aussprechen möchte. Ich kann es auf jeden Fall nicht aussprechen, aber wir haben es fertig gemacht. Bin jetzt mal gespannt, was das nächste Pokémon wird. Oh, oh, oh. Das ist auch ein Käfer-Pokémon. Es kann nicht die Fähigkeit... Okay, Boden bringt nichts. Wir wurden ausgetauscht. Warum wurden wir ausgetauscht? Nein. Ich weiß leider nicht, was gegen... Ja, das bringt's nicht. Was gegen dieses Pokémon am effektivsten wäre... Oh Gott. Draco-Meteor. Ja, es funktioniert, aber... Es funktioniert nicht gut. Warum ist das so verkackt schnell? Ja, Bugbuzz ist natürlich hier die Attacke schlechthin. Aber fertig machen tun wir es trotzdem. Ja, komm, wir hauen einfach nochmal drauf. Hidden Power ist zwar super effektiv. Ja, wir haben doch eigentlich... Achso, Speed Boost wirkt nicht, wenn wir ausgetauscht wurden. Das ist natürlich schlecht. Ja, und wir sind trotzdem nicht schnell genug. Mann, was ist mit dem Vieh los? Was ist denn das für ein Monstrum? Dark Pulse? Ja, komm. Dark Slicer spielt Lone Staff, das ist auch nett zu wissen. Ja, das bringt sie echt nicht mehr. Den Kampf haben wir verloren. Los, Manafi, vielleicht kannst du das hier noch retten. Ich muss immer nachgucken, ob das nicht wirklich Unlicht ist. Oh Gott, ich habe so eine Angst vor dem Vieh. Also, gut. Leute, ich empfehle euch, wenn der Gegner mal länger braucht, aktiviert den Timer. Weil dann kann es durchaus sein, dass eine Person mal 5 Minuten weg ist. Und das muss nicht sein. Hätte ich mal Manafi gleich rausgezogen. Das hätte mir einige Verluste erspart. So. Das ist jetzt natürlich ein gefährlicher Gegner. Aber mit Eis kommen wir da eigentlich ganz gut gegen an. Ja, leider gegen die Seedbomb nicht. Und da bleibt zuletzt Ditto. Brain Punch. Okay, hat nicht funktioniert. Wir haben verloren. Wir haben Rang verloren. Passiert halt. Wie lange geht jetzt eigentlich schon die Aufnahme? Ach ja, 8 Minuten, da haben wir ja noch Zeit. Zeit, Zeit, Zeit. Zeit ohne Ende. Was haben wir denn da für ein Vieh? Ja... Power Jam. Ja, versuch es einfach mal. Ich habe keine Ahnung, was wir hier am besten anwenden, weil ich nicht weiß, was zu dem seinen Stammattacken gehört. Weil ich habe gegen so... Ich kämpfe mit Feen-Pokémon nie. Das muss ich dazu sagen. Ich mag Feen nicht. Warum? Einfach, weil es Feen sind. Feen! Ja. Ich finde Feen... Also der Feen-Typ... Weil er halt mein Lieblingstyp Drache. Ich mochte Drachen, die waren selten, die waren stark. Und wenn man sie hatte, dann konnte man damit richtig abgehen. Und ich meine, ich bin ja kein Züchter. Ich kämpfe einfach nur mit Pokémon. Ich fange sie in einer Edition wirklich und trainiere sie hoch und kämpfe mit ihnen. Ich bin jetzt keiner, der da auf die Eevees geht und züchtet und allen Mist. Deshalb, ich fand die Drachen wirklich cool und die Feen haben sie mir kaputt gemacht. Und dafür muss jetzt... dieses normale Pokémon da dran glauben. Da hätte ich vielleicht eins mit der Kampfattacke. Superpower müsste eine Kampfattacke sein. Ja.
Damit sollte Embor richtig reinhauen. Ja, und natürlich kommt jetzt Barnett, das Geisttyp-Pokémon. Wir haben aber Sucker Punch. Oh Gott, was ist das denn für ein Typ? Prankster. Okay, das Prankster sieht cool aus. Ist auch nur ein Geisttyp. Ist kein Unlicht. Was? Okay. So. Sucker Punch wirkt nur, wenn der Gegner auch einen Angriff auswählt, der uns Schaden macht. Aber damit hat ja Embor richtig gut reingehauen. Das hat's fertig gemacht. Oh, das Vieh ist gefährlich. Da wechsle ich mal lieber auf. Ja. Oh, Knockoff ist auch gefährlich. Ja. Hoffen wir mal, das funktioniert. Ich versuch's mal mit Schlafpuder. Gut, das wird jetzt wahrscheinlich nicht wirken. Oh Gott, ich habe Angst vor dem Vieh. Ich sag's euch ganz ehrlich. Weil es halt. Toxicroak ist gefährlich und dagegen hat auch, glaube ich, unser. Ich habe den Namen vergessen. Oh ja, mach nochmal. Diese Kombi ist extrem gut, die sie da spielt. Klar, sie kann nichts dafür, weil ist halt voreingestellt. Aber das ändert nichts daran, dass das verdammt nochmal gut war. Und das wurde nur gedamaged, das wurde nicht zerstört. Also der Delegator, den Delegator so zu benutzen, ist genial. Ich weiß auch nicht, ob ich in einem richtigen Kampf darauf gekommen wäre, das zu machen. Sag ich euch ganz ehrlich, ich glaube, ich wäre da nicht drauf gekommen. So. Du musst jetzt hier ran. Hilfe? Hilfe? Also hier kann ich auch nicht mehr als um Hilfe rufen. Ich glaube aber, mich rettet niemand. U-Turn. Zack. Embor. So, ich denke mal, er wird nicht auf die Idee kommen. Ja, er ist nicht auf die Idee gekommen. Sie. Mann. Gleiche wie im anderen Spielen. Zack, failed. Es kommt wieder der Delegator, richtig? Ja, natürlich kommt der Delegator. So, jetzt kann ich nur wieder auf Lumeon wechseln. Lumineon, Entschuldigung. Ja, Schwertanz. Das ist eine verdammt geniale Kombo. Leute, ich kann nicht anders, als das so zu sagen. Das ist genial. Das ist wirklich eine der genialsten Kombinationen, die mir gerade einfallen. Den Delegator in dieser Kombination zu benutzen, das hilft einfach. Es ist genial und es macht uns fertig. Ihr seht's ja. Verteidigen kann ich mich hier eigentlich gar nicht. Ich kann nur versuchen, den Delegator zu zerbröseln. Und ja, der hat inzwischen 4-mal Angriff. Und jetzt haut er mich mit einem Hieb um. Drain Punch. So, ist wieder bei 100% seines Lebens und wir sind stark angeschlagen und ein Schlag von ihm reicht, um uns umzubringen. Und mir fällt gerade auf, dass ich den falschen Typ im Kopf hatte. Es ist ja nicht Giftwasser, sondern Giftkampf und damit haut es uns jetzt aus den Latschen. Gut, wir haben gewonnen. Lasst uns... wie viel Uhr haben wir... Da, ja gut, das reicht. Lasst mir doch ein nettes Kommentar da, einen Daumen hoch, das war's für diesen Sonntag. Falls ihr wirklich komplett zugeschaut habt, verbessert mich, verbessert meinen Kampfstil und trefft mich mal, wenn es wieder heißt Pokémon Showdown. Bis zum nächsten Mal, euer Wolf.